Spenden. Schaut mal, meine neue Frise. Ich habe sie heute das erste Mal geglättet. Ich fühle mich eigentlich überhaupt nicht, muss ich ehrlich sagen, um irgendwas zu machen. Aber irgendwie fehlt ihr mir und ich musste unbedingt ein Video machen. Sie sind hinten etwas kürzer. Ich weiß auch nicht, wie es hinten aussieht. Ich wollte, dass es nur wenigstens für euch von vorne einigermaßen aussieht. Wobei ich mir auch scheißegal ist, wie ich heute aussehe. Ich bin krank. Es nervt. Ich hasse es, krank zu sein. Ich hasse es, Gliederschmerzen zu haben. Ich hasse es, so hilflos zu sein. Und keiner kann mir helfen und das wollen wir ändern. Zumindest möchte ich nicht mehr krank aussehen. Ich war jetzt 3 Tage lang komplett ungeschminkt. Das ist eigentlich auch was, was ich eigentlich nie bin. Deswegen wollen wir das mal ganz schnell ändern. Und ich dachte, ich nehme so eine Hilfsprodukte für mich, die immer funktionieren, wo ich mich immer gut mitfühle. Zum einen fangen wir jetzt an mit der Catrice Camouflage. Die setze ich mir einfach in die Innenwinkel. Hier rein. Dann fühle ich mich schon ein bisschen gesünder. Das ist jetzt. Wisst ihr, ich fühle mich immer krank, wenn ich ungeschminkt bin. Noch kränker, als ich eigentlich bin. Deswegen finde ich das immer ganz gut, wenn man sich richtet. Ich hole mir auch ein Hilfsmittel, mein Spiegel. Ich hoffe, das klappt alles, wie ich will. Das ist nämlich gar nicht so einfach hier, irgendwie klar zu kommen. So, ich hoffe, ihr erkennt und ich erkenne. Ja, was soll ich sagen? Ich habe mich seit 3 Tagen, also Sonntag war ich ungeschminkt, Montag war ich ungeschminkt, Dienstag, Mittwoch, heute ist Donnerstag, komplett. Und für meine Verhältnisse ist das schon relativ viel. Ich trage mir den Illuminator, den Liquid Illuminator von, wie heißt das? Von NYX auf in der Farbe Gleam. In der Farbe Gleam. Den mag ich richtig gerne. Damals habe ich noch einen gekauft, weil ich den so gut finde. Und jetzt weiß ich nicht womit. Wir nehmen jetzt einfach das Real Techniques Eye. Das sieht ein bisschen bei mir ja schon verhunzt aus. Das möchte ich jetzt auch aufbrauchen, sozusagen, bis es schon nicht mehr kann. Oder bis zum nächsten Waschen oder so und dann wegschmeißen. Aber sie sind mir einfach zu schade, mit 6 Euro in die Tonne zu kloppen. Ja. Ja, mich hat es irgendwie voll erwischt und es nervt, weil ich keine Chance habe, wieder auch dieses. Aber wie schön meine Wimpern immer aussehen, wenn ich ein paar Tage nicht geschminkt habe. Sie sehen gleich so lang aus, seht ihr das? Ich habe sie ja echt 3 Tage lang nicht gemacht. Da sind sie so mega, mega. Gefällt mir sehr gut. So, dann eine Foundation. Könnt ihr mir sagen, wo ich meine Color Stay Foundation hingemacht habe? Irgendwie kann ich sie nicht finden. Habe ich sie in irgendeinem Tauschpaket? Bitte meldet euch. Ich habe keine Ahnung, wo ich die Color Stay Foundation. Habe ich sie echt im Tauschpaket gemacht, weil sie mir nicht gefallen haben? Eigentlich wollte ich sie ja noch ausprobieren. Ich kann sie absolut nicht finden. Moment mal. Ich habe sie gefunden. Leute, ich habe sie gefunden. Ich habe mich ein Fullface doch auf Ille gemacht. Oh, bin ich dappig. Ich probiere sie jetzt nochmal. Ich probiere sie aber noch mit einer anderen Foundation aufzuhellen. Na, minimal. So, ich habe jetzt so ungefähr 2 Pumpspender von jeder eine genommen. Denn ich komme mit der und Pinsel und andere Techniken nicht klar. Mal gucken, ob das jetzt ein bisschen weniger wird. Weil an sich so die Farbe und auch so. Ich mag ja schon Deckkraft. Ich mag es nur nicht, wenn es so auf der Haut liegt. Und ich bin auch ganz froh, dass ich sie mir nicht damals gekauft habe, weil ich wusste schon, wo es enden wird. Deswegen habe ich auch so viele Foundation, weil ich wahnsinnig gerne rumteste. Einfach um zu schauen, was ist für mich. Und all die Jahre habe ich immer so pastöse Foundations, wo man nichts gesehen hat. Ich will gar nicht wissen, wie ich ausgesehen habe. Ja, ich bin ganz zufrieden mit meinem Haarschnitt. Ich weiß nur nicht, was ich jetzt für eine Farbe reinmachen soll. Ich liebe meine Haare. Sie fehlen mir, weil sie nicht mehr so lang sind. Aber ich trage öfters mal offene Haare. Ich kann noch mini, mini, mini Zopf machen. Ja, man fummelt sich ja immer so viel rum. Habe ich jetzt gar nicht, weil ich krank war. Gar keine Zeit, irgendwas zu machen mit den Haaren. Ich wollte nämlich für euch einen so richtige schöne Wuschelkopf mit Locken. Ich denke, dass das richtig frech aussieht und dass es natürlich auch zu mir passt.
Ich bin gerade so mega begeistert über meine Wimpern. Wahnsinn. Ja, krank sein ist scheiße. Deswegen ist es immer ganz gut, wenn man sich ein bisschen fertig macht. Also jetzt, wo ich mit einem Beauty Blender oder mit einem Real Technique Schwamm einarbeite und mit noch eine Foundation gemischt habe, geht es. Also vielleicht müsste ich dann noch die 01 oder die 10 haben, um das zu mixen. Weil an sich von der Deckkraft, was sie jetzt bietet, ist genau das, was ich möchte. Wenn ich nur einen Pumper von dir nehme und eine andere, dünnere dazu mische, finde ich es eigentlich ganz, ganz schön. Ne? Ja. Und ich esse dann immer so unnötigen Kram, wenn ich krank bin. Wisst ihr, weil keine Geschmacksknospen mehr meine Gosch sind. So nervig. So, dann hätte ich gerne eine Wunde an Nase und vom Naseputzen. Das kotzt einen an. Das kotzt einen an, sag ich. Dann benutze ich den hier und trage mir den ein bisschen auf. Das tut nämlich voll weh, wenn ich das hier so drauf kloppe. Ja, war ich ungeschminkt vom Arzt. Die sagt, nee, so können sie auf gar keinen Fall arbeiten. Ich so, nee. Nee, nee, nee. So gehe ich auch nirgendwo unter die Menschen, wenn ich mich nach nichts fühle. Also hier ist auch weniger als mehr, finde ich. Also das auf der Stirn war jetzt einfach unnötig, weil da ist meine Runzelfalte, wo ich so mache und dann setze ich gerne mal was ab. Ich würde heute gerne noch eine Foundation, ein Puder nochmal testen mit euch zusammen. Ich suche es kurz raus. Ich habe es eigentlich geschafft, Pinsel zu waschen. Ich habe es jetzt da reingemacht. Ich habe vergessen aufzunehmen. Ich gehe da jetzt ein bisschen rein und trage mir das mal unter die Augen auf. Weil das Puder an sich fand ich echt schön. Ich mag nur keine losen Geschichten. Es gibt als die volle so. Das riecht so nach Blumen. So. Dann wollte ich eine neue Palette mit euch testen. Um zu gucken, ob ich sie toll finde oder nicht. Denn ich habe sie mir vor kurzem erst zugelegt im Kosmetik von Lessia. Was mache ich immer mit den Resten, ne? Gebe ich einfach woanders dazu. Ich habe mir die Make-up Obsession Palette zugelegt. Das ist so eine, wo 5 Lidschatten reinkommen oder 5 Geschichten, zwei Pudergeschichten. Oh, ich hasse das Klicksystem wieder, ne? Einerseits ist es voll toll und andererseits regt es mich schon wieder auf. So. So sieht die Palette aus. Eigentlich sieht die nämlich anders aus. Denn normalerweise kommt statt den Ton hier, statt den äußeren hier, den hier. Statt diesen aschigen Ton kommt eigentlich das Blaue rein, was natürlich ein Farbcatcher ist. Ich bin aber überhaupt gar keine blaue Tante und möchte das so testen mit euch zusammen, wie ich es mir zusammengestellt habe noch. Ich nehme einen fluffigen Pinsel, den ich immer zum Bronzen benutze. Und fange mal an zu bronzen. Ich finde eher, dass es so ein Blush ist. Ich finde es zu gelb, also zu orange zum Bronzen. Vielleicht muss ich den Aschigen mischen. Ja, wenn ich den Aschigen dazu mische, dann funktioniert das. Weil den habe ich gedacht für meine Augenbrauen. Ne? Den hier für die Augenbrauen oder als Kontur. Wir testen das auch direkt mal als Kontur auch aus. Dann nehme ich jetzt mal sowas hier. Weil der ist schön aschig. Ne? Ich muss sagen, es ist schon ewig her, dass ich so konturiert habe, denn ich mag es persönlich nicht mehr ganz so gern. Hier ist auch ein Bananapowder drin. Es könnte auch was für helle Haut sein. Ich gehe da mal mit dem Pinsel ins Bananapowder und trage mir das mal hier so auf. Ja, es ist auf jeden Fall kein Gelb-Gelb. Überall diese. Oh. Dann tue ich mal mein Gesicht fixieren.
Was nehme ich denn? Ich nehme heute mal Erdbeere. Aber es stinkt normale Body Mists. Riecht mega lecker, wenn der Alkohol verfliegt. Denn ich finde, so Pudergeschichten lassen einen immer ein bisschen alt aussehen. Die Kontur kommt, die ist nicht so hart, muss ich sagen. Also sticht schon hervor, aber nicht ganz so arg, wie es jetzt in der Kamera rüberkommt. Das ist ein bisschen nervig. Dann nehme ich meinen Highlighter-Pinsel und trage mir das Gold auf, was auch als Highlighter gedacht ist. Das finde ich wunderschön. Richtig geil. Das habe ich schon daheim und habe das auch sehr, sehr gerne benutzt. Was für ein Schwung meine Wimpern haben. Das ist ja unglaublich. Also ich könnte jetzt auch so gehen, so fühle ich mich schon wohler. Aber wir wollen ja es knallen lassen gleich. Ich gehe nochmal mit dem nassen Beauty Blender in das Produkt rein. So, und verteile das mal großflächiger. Also man muss sich da einfach rumprobieren. Ich fühle mich einfach kränker, als ich bin, wenn ich ungeschminkt bin. Ich finde, es hat sich ein bisschen, ja, schon richtig, richtig schön. So, um nicht krank auszusehen, tue ich jetzt mal eine Eyebase drauf. So, ihr Lieben, ich finde meine Eyebase nicht. Ich nehme die von zu Eva und trage sie mir einfach mal hier so auf die Lider auf. Sie sind sehr empfindlich, die tun auch sehr weh. Ich lege mich gleich ins Bett und mit Full Face, gell. Stehe ich voll drauf. Oh, ich habe noch so einen Berg Wäsche, das hasse ich auch, Mann. Ich bräuchte ein Hausmädchen für kranke Tage. Das häuft sich dann so extrem an. Wenn man dann einen Tag nichts macht, dann sieht man eigentlich, was man immer als die Tage macht. Okay, genug gelabert. Wir gehen weiter mit diesem Ton hier, das ist eben ein wärmeres Braun. Trage ich jetzt mal hier mit dem Pinsel auf. So. Da seht ihr schon, dass das einfach ein Blush ist, ja, so ein, kein Bronzer. Das ist mir zu warm, um ein Bronzer zu sein. Das ist mir wirklich viel zu warm. Aber als Lidschatten funktioniert das ganz, ganz gut. Oder wenn man die zwei Töne mischt, die ich jetzt gemischt habe, dann sieht es auch nicht zu warm aus. Also da finde ich meinen Ansatz ein bisschen wärmer. Ja. So. Ich möchte heute gar nicht so viel mit Bronze, aber mit Rot arbeiten. So ein bisschen kann da schon was... Können wir schon entnehmen und hier so ein bisschen hinten, aber nicht zu nah am Wimpernkranz, sonst sieht man noch kränker aus. Wisst ihr, was ich meine? Dass einfach nur hier so ein bisschen verstärkt wird. In die Lidfalte. Und auch nicht zu weit vorne rein. So. Das sieht immer ein bisschen merkwürdig aus. Dann würde ich tatsächlich in diesen aschigen Ton hier gehen. Dann nehme ich einen Pencil Brush. Mach mal die überschüssige Farbe in diesen Taubton rein. Und trage mir den hier unten auf. Da ist die Pigmentierung. Oh, das tut so weh. Dann fragen sich manche, warum die Ina sich auch schminkt, ne, wenn sie krank ist. Hallo, ich war 3 Tage ungeschminkt. Hallo, 4, wenn nicht 5. Das ist... Nee, das geht gar nicht. Wir gehen ins Grüne rein. So ein richtiger Plämton ist es nicht. Ich nehme das Banana Powder. Ja, das Banana Powder. Müssen wir nur noch ein passendes. Das trage ich hier mit dem auf. Das ist ein großer, fluffiger Pinsel. Und das gebe ich mir einfach aufs komplette Lid. Ouch.
So, ja. Die Überreste, die können wir oben an die Augenbrauen schmieren. Dann würde ich sagen, ja, dann würde ich sagen, trage ich mir am besten noch einen Augenbrauenstift mal auf und dann hole ich euch wieder dran. So, ihr lieben Augenbrauen, habe ich gerade nachgezogen. Und zwar habe ich den Stift nochmal von der Jenny benutzt. Den fand ich, als ich es ausgekämmt habe, gar nicht mal so übel. Schaut mal. Es definiert wirklich sehr schön, ohne großartig sich bemerkbar zu machen, wenn man das schön auskämmt. Und ich habe mich jetzt entschieden, einen Liquid Liner zu nehmen in Braun, in Braun-Bronze. Und einfach hier mir einen Lidstrich zu ziehen. Ohne Wing, ohne alles. Einfach nur, ja, dass der Wimpernrand betont ist. Meine Fresse, ich bin so gespannt, wie das Tuschen jetzt gleich ist, weil die Wimpern so lang sind. Mensch. Ich benutze meine zusammen kreierte, ja, einmal das Maybelline-Bürstchen. Also sie trennt wirklich richtig schön die Wimpern. Ich hasse nur, wenn sie nicht so viel Produkt abgeben, die Wimperntuschen. Ich habe es gerne viel und auch definiert. Nicht so definiert, sondern eher so ein bisschen beppig, aber dafür mehr. Und die würde ich mir wahrscheinlich nicht nachkaufen. Wobei die echt schön definiert und trotzdem irgendwas macht. Ich sollte mal aufhören zu sappeln. Schau mal. Ich finde das richtig genial. Ich überlege gerade, ob wir ein bisschen Rouge drauf machen. Ich hoffe, es ist ein Üs gerutscht. Ja, ich überlege, ob wir das Rouge drauf machen, was dabei ist. Das hier, ich war letztes Mal so overblushed, Mensch. Wir benutzen dieses Rouge mal mit einer leichten Hand. Mit leichter Hand. Schaut mal den Glow. Das ist nur Tageslicht. Leichte Hand, geht das? Aber ich muss sagen, der Highlighter lässt die Haut ein bisschen alt aussehen. Ja, es war ein bisschen too much, das feucht aufzutragen. Ein bisschen auf die Nase, aber nicht so. Ach, das tut so alles weh. So, ihr Lieben. Einfach hier so ein bisschen noch verblenden. Das wäre mein Look zum. Ich will wieder gesund werden. Ja, ich hoffe, diese Palette kann ich euch nicht wirklich empfehlen. Also sie ist zwar schön, aber es gibt schönere. Man kann sich in der Drogerie lieber was zusammen kaufen, wie jetzt die Palette zu benutzen. Das war jetzt ein Fehl, muss ich sagen. Es wird wahrscheinlich nicht meine liebste Palette, weil dieser Highlighter sich so auf die Haut setzt. Ich hoffe, ihr seht das. Seht ihr das? Das verbindet sich zwar nicht so richtig gut, vom Weiten erkennt man das dann vielleicht nicht, aber so an sich, ja. Naja, was soll man machen? Ich zeige euch das nochmal. Eben, ich habe noch ein Video zu bearbeiten. Und ja. Ist eigentlich ein super schneller, easy peasy Look. Ich hoffe, er hat euch gefallen. Wir sehen uns beim nächsten Video. Ciao!